Heute steht Humus selber machen auf dem Zettel. Man hat herausgefunden, dass die Kombination Sesam und Erbsen eine hochgradig wertvolle Kombination an Aminosäuren ergibt. Deshalb ist Humus auch in vielen Ländern praktisch obligatorisch auf dem Tisch. Und der Wert ist einem aber gar nicht so bewusst. Ja, Humus, okay, ist auch in unseren Gefilden in den letzten Jahren, hat es an Bekanntheitsgrad gewonnen. Aber ich habe das inzwischen mindestens 4 Tage in der Woche eigentlich auch in meinem Essen integriert und mache es eben wirklich selber. Ich habe festgestellt, die gekauften Varianten sagen mir gar nicht zu. Kurz die Zutaten mal erwähnt. Also hier Lieblingsmodell, kleine Knoblauchzehe, muss nicht, kann aber. Das rundet das Ganze irgendwie doch noch ein bisschen ab. Hier Sesam hatte ich schon vorgeröstet. Einfach die kleinen Körner. Da ist ganz wichtig, dass ihr die nur bei mittlerer oder leichterer Hitze anröstet in der Pfanne mit einem ganz kleinen bisschen Fett, weil die sehr schnell schwarz werden und dann sind sie plötzlich bitter. Also beim Anbrutzeln dieser kleinen Körner vorsichtig sein. Es kommt auf alle Fälle ein Spritzer Zitrone mit hinein. Hier sind die Erbsen, die hatte ich jetzt schon 24 Stunden eingeweicht. Die müssen wir auf alle Fälle noch kochen, damit wir sie dann in so einem Hochdruckküchengerät Mixer klein kriegen zu dieser schönen cremigen Masse. Es kommt auf alle Fälle ein Schluck Olivenöl hinzu und dann werden wir noch etwas Pfeffer und etwas Kümmel ergänzen. Wir machen eine spezielle Sorte und zwar auch mit Gemüse. Zum Beispiel den Chinakohl, der einfach wahnsinnig wertvoll ist. Alle Kohlsorten, alle Kreuzblütler sind wertvoll für unsere Ernährung. Dies ist aber eine Variante, die am besten verdaulich ist. Viele essen ja keinen Kohl, weil sie dann das Gefühl haben, dass sie irgendwie mit einem aufgeblähten Bauch durch die Gegend laufen. Der Chinakohl ist die Sorte, die dieses Problem praktisch gar nicht auslöst. Dann haben wir die Möhre, natürlich allen total bekannt, in erster Linie für die Netzhaut unserer Augen. Dann muss die Möhre aber mit etwas gesundem Fett kombiniert werden. Die Möhre alleine bringt es praktisch nicht. Jetzt noch auch den Unterschied zwischen gekochter Möhre und roher Möhre. Es gehen immer beim Kochen bestimmte Vitamine etwas verloren. Also Vitamin C ist auch bekannt dafür, dass es eben beim Kochvorgang verloren geht. Aber wiederum wird die an sich, die feste Konsistenz der Möhre eben etwas aufgeschlossen und dadurch kann überhaupt die Möhre besser verdaut werden. Ihr könnt da ja auch mal gucken, was euch persönlich besser bekommt. Ich esse sie so oder so. Und dann nehmen wir noch, gestern hatte ich gerade grünen Spargel in der Pfanne und habe so ein paar Enden noch übrig behalten hier für dieses Video. Wir verwenden auch noch einen Teil des grünen Spargels, weil er zum Beispiel für die Nierengesundheit ausgesprochen wertvoll ist. Der grüne Spargel ist übrigens auch noch gesünder als der weiße, dass ihr das nochmal auf dem Schirm habt. Und das Schöne ist ja, den muss man gar nicht pellen. Den kann man einfach direkt so essen, roh und auch blanchiert. Wir schmeißen das jetzt alles in diesen Hochleistungsmixer hinein. Es sind ca. 300 Gramm Erbsen. Kleiner Schluck Zitrone nur, das darf nicht zu markant rausschmecken. Bei dem Gemüse haben wir uns heute für die Rohkostvariante entschieden. Möhren, Chinakohl und auch grünen Spargel könnt ihr wunderbar roh essen. Ihr könnt aber auch, wenn euer Verdauungstrakt eher gedünstetes Gemüse mag, die natürlich dünsten und dann mit hineinfüllen. Wir nehmen ca. 50 Gramm von dem Sesam. Ihr seht ja, ich bin nicht die, die das präzise abmisst. Das hat sich im Laufe meines Lebens, ich war früher mit meinen Töchtern auch zu Hause gewohnt und hatte immer ein Fitnessstudio. Da war richtig Action in meinem Leben eigentlich bis heute. Da kann ich nicht immer alles genau abwiegen. Schmecken tut es trotzdem. So, die Möhrchen mit rein. Es liegen natürlich auch ein paar Jahrzehnte Kocherfahrung zugrunde. Dann kommt ein Schluck Olivenöl. Natürlich kommt noch eine Prise Salz dazu. Da nehme ich jetzt auf die Menge ungefähr ein. So kommt ungefähr hin mit einem Teelöffel. Und ich bin immer ein Fan davon, lieber nachsalzen, als dass nachher die ganze wunderbare Geschichte hier versalzen ist. Jetzt bitte kurz die Ohren zu halten. Der Thermomix ist laut, aber wir werden vielleicht auch lieber einen Schnitt machen. Für die, die Knoblauch vertragen, lieben und sich auch im Sinne der Begegnung demnächst Knoblauch erlauben dürfen, machen wir diese Zehe noch mit rein. Für mich persönlich ist das schon alleine unter dem Aspekt Herz-Kreislauf, Gesundheit fördern, ein ganz tolles Produkt. Allerdings nehme ich das wirklich nur ab Freitagabend zu mir, wenn ich dann am Wochenende nicht mehr mit vielen Menschen Sport mache. Das könnte sonst wirklich eine
ungünstige Geruchsgeschichte werden. Und es geht wieder los. Hummus Selfmade mit Gemüse und Erbsen und Sesam. Und hier das Ergebnis. Und jetzt machen wir das auf ein kleines Schnittchen. Hab hier auch ein selbstgebackenes Brot vor der Nase. Mache das hier drauf. Ein Traum. Könnt ihr zum Beispiel auch auf Linsenklecke machen oder euch auch einfach nur in irgendeinen Eintopf mit reinrühren oder so. Jetzt spreche ich mit vollem Mund, geht ja gar nicht. Ich kaue jetzt erstmal. Bis zum nächsten Mal.